Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Wolfgang Stumpf ist natürlich auch hier zu italienischen Filmen nachgekommen. Hallo erstmal Ihnen beiden, Herrn Frau Stumpf. Herr Stumpf, erstmal Sie gehören ja auch zu einem der Preisträger ja aus den Vorjahren. Was machten diese Filmnacht für Sie so besonders? Warum sind Sie heute hergekommen? Ja, erstens, dass ich einen Preis bekommen habe und das mit einem Film, der mit Italien was zu tun hat. Also von den italienischen Filmkritikern für Go Trabigo ist ja nicht das Schlechteste. Und es hat sich herausgestellt, dass das doch ein ganz schöner, aber kein Trabi-Geräusch hier, ein Renner geworden, läuft ja ewig und immer durch. Und ansonsten trifft man hier nette Kollegen, hat kulinarisch-gastronomisch eine hervorragende Betreuung, sieht Preisträger, die sich sehen lassen können, wie heute Abend Marie Bäumer. Und das ist schön, ja. Und dann ist ja, glaube ich, heute auch noch ein schöner Tag, der 14. Februar. Wichtig, Valentinstag. Wichtig ist natürlich auch mal, Frau Stumpf, wie gern tanzt er denn? Müssen Sie ihn doll überreden? Weil gerade, wenn man hört, italienische Filmnacht, da kann ich mir vorstellen, da juckt es Ihnen auch garantiert in den Fersen, dass Sie sagen, Mensch, jetzt komm mal mit hier. Ja, ich denke schon, heute ist Valentinstag und dann wird er mir bestimmt den Wunsch erfüllen und mich mal schön zum Tanzen auffordern. Mein Temperament wird durchgehen, ja. Generell, weil Sie eben gesagt haben, man trifft die nette Kollegen und so, vermissen Sie so ein bisschen die Ball-Festivitäten in der Hauptstadt? Weil es wird ja immer weniger, hat man so den Eindruck. So eine Events wie heute Abend hier sind ja schon Premium-Events. Was Bälle betrifft, ja, aber es gab ja wirklich sehr viele Events. Also zu zwei, drei war ich, aber ansonsten habe ich die Zeit genutzt, mich mit Regisseuren oder mit Sendern zu treffen und ein paar Dinge für die Zukunft abzusprechen. Zwischendurch war ich mal in Dresden, was sehr notwendig war. 12. Februar in Dresden, vielleicht im Begriff. Die Rechten haben es vorgezogen, da zu marschieren und da wollte ich Gesicht zeigen. Und am 13. Februar war die Menschenkette, also gestern. Heute bin ich wieder hier, morgen geht es wieder nach Hause. Festival ist zu Ende. Also der Terminplan ist voll. So. Jetzt unabhängig des ernsten Themas in Dresden. Ja. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen wundervollen Abend. Ja. Hoffe natürlich, dass er deinen Valentinstag geschenkt. Wenn sie führt, alles okay. Okay, Sie führen? Ja. Mach ich, wenn ihr das gerne möchte. Vielleicht sehen wir Sie nachher noch auf der Tanzfläche, dann werden wir es dann kontrollieren. Alles vielen Dank, klar. Ihnen Frau Stumpf. Abend. Jetzt neben der Dame mit dem hier mit Abstand atemberaubendsten Outfit des Abends. Natürlich würde man ja gerne wissen, was Sie unter dem Mantel tragen. Ja, und das gilt es herauszufinden. Zuschauer, jetzt sehen Sie, was es hier Tolles als Vorspeise gibt, nämlich Austern. Und da ist der Austernhorst, der die hier so wunderschön mit einem speziellen Schneider aufschneidet. Das nennt sich Guillotine, nennt sich das da. Und es ist vor allem sehr schön. Weil man Guillotine? Guillotine, ja, sehen Sie, weil der Kopf abgehackt wird. Wie eine Guillotine. Das kommt aus Frankreich. Und ich habe das mal machen lassen für meinen privaten Paareservice. Und ich arbeite mit so einem Gerät, habe ich über 30 Jahre gearbeitet. Ich habe 25 Jahre in KDW die Austernbahn mitgearbeitet und mache das jetzt hier noch ein bisschen privat. Es sieht trotzdem noch so aus, als ob es körperlich relativ anstrengend ist. Das ist eine sehr große Austern und ist ein bisschen verwachsen, doch man braucht schon Kraft und Geschicklichkeit dazu. Das sehen Sie hier schon, man hat schon Schwielen an den Händen. Aber es macht trotzdem Spaß. Wie viel schaffen Sie so am Abend? Na, heute ungefähr gehen 1200 weg, ne? Ja. Also 1200, das ist ganz schön, ja. Ich wünsche weiterhin frohes Schaffen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihn kennen Sie garantiert, das ist nämlich Volker Schlöndorff, neben Ihnen, den kennen Sie garantiert auch, das ist nämlich Jörg Schönbohm, hallo erstmal und natürlich auch hallo Ihnen, Frau Schönbohm. Und an Sie geht die erste Frage, ich höre immer wieder oder wenn ich Fernsehen gucke oder Interviews lese, dass Sie Ihren Mann treiben müssen, dass er tanzt, ist das immer noch so? Dass er tanzt? Ja, weil ich habe mir sagen lassen, Sie tanzen unwahrscheinlich gerne. Ja, ich tanze sehr gerne und ich mache auch sehr gerne Musik, ich spiele ja sehr gerne Klavier. Und mein Mann hört sehr gerne zu
Er spielt nicht mit Klavier, aber tanzen tut er mit mir. Okay, also auch heute Abend sozusagen. Auch heute Abend, ja. Okay. Herr Schönhoff, Sie sind ja quasi mit dem Ehepaar Schönbrumm verwandt, nicht, aber Sie gehören zusammen. Wir sind Neubrandenburger, das ist, was uns verbindet. Was macht denn für Sie als Regisseur diese italienische Filmnacht aus? Es wird ja, habe ich mir schon mittlerweile sagen lassen, weniger über Film geredet, sondern mehr, man genießt das italienische Lebensgefühl. Ist es so? Nein, das ist, hat nur insofern mit Film zu tun, als es an Fellini erinnert. Und hier hat man sozusagen, da braucht man es nicht auf der Leinwand, da hat man es zum Anfassen. Ich finde es jedes Jahr wieder ganz wunderbar, dass die Italiener uns vormachen, dass ein Fest wie die Berlinale auch dazu da ist, um zu feiern. Denn sonst wird nur uns gefeiert. Man steht überall rum und trinkt einen. Aber hier ist der einzige Ort, wo man richtig sich in Schale schmeißt und tanzt und fröhlich ist. Schönhoff, sehen Sie das ähnlich oder sind Sie wegen der Filme hier? Ja, ich sehe das auch so. Bin nicht so oft bei Berlinale wie Herr Schönhoff, aber bei der Nacht der Stelle, da bin ich immer. Und da ist es sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das für ein Preis für Sie? Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Naja, ist ursprünglich offensichtlich für die italienischen Schwergewichtler im Kino geplant gewesen. Und dann haben sie ihn reizenderweise ein bisschen auf Europa ausgeweitet und im Rahmen der Berlinale eben auch deutsche Schauspieler mit einbezogen, die im europäischen Ausland arbeiten. Und also ich finde es wunderbar. Ich habe einfach einen Bezug zu Italien, weil ich meine Ausbildung im Tessin angefangen habe und da Italienisch gelernt habe und mit Italienern viel zu tun hatte und mit den Fratelli Taviani zweimal gearbeitet habe. Und die Leute lieben das hier offensichtlich, tanzen. Die ganze italienische Berliner Mafia scheint versammelt zu sein, schön gekleidet und amüsiert sich. Und man hat das Gefühl, man ist in eine andere Zeit katapultiert. Das ist herrlich. Welchen Bezug haben Sie zu Italien? Ich bin gerne in Italien. Essen ist super, meine Freunde kommen aus Italien. Ich kann kein Italienisch. Ich bin Österreicher, aber ich bin, glaube ich, der erste Österreicher, der diesen Preis bekommen hat. Also, das auch mal was. Ne? Gefühlt, wie schwer ist er? Schwerer als eine Pizza auf jeden Fall. Koch Christian Lohse hat einen Marathon hinter sich, beziehungsweise er läuft ja eigentlich noch. Er kocht nämlich hier für 850 Gäste. Nein, wir wollen nicht übertreiben. Es sind nur 500. Nur 500, gut. Das Menü. Und was gibt's? Es gab vorweg Antipasti Misti. Wir müssen italienisch kochen, wir als Franzosen eigentlich. Und als Zwischengang hatten wir Risone Pasta. Das ist eine Reisnudel mit Totentrompeten. Das sind Pilze, Waldpilze. Etwas Rosmarinschaum mit einem gegrillten Gambal. Und dann gab es eine eingemachte und krosse Entenkeule und dazu grüne Schwarzwurzel. Schwarzwurzeln geschmort, mit Petersilienpüree grün gemacht und Polenta. Und das Dessert macht das Hotel Maritim. Wonach wählen Sie denn aus, was Sie da machen? Ich habe das zusammen mit dem Herr Schaller-Reusen, dem Herrn Isbacco, besprochen, was er gerne hätte. Und habe gesagt, was könnte bei den Gästen gut ankommen. Und bei 500 Leuten trägt man ja schon eine große Verantwortung, nicht wahr? Wir wollen hier nicht alle in der Küche reklamieren stehen haben. Und wie lange steht man dann vorher schon in der Küche? Also ich bereite solche Außerhaus immer mit zwei Lehrlingen und einem Praktikanten vor. Wir haben vorgestern 4 Stunden gearbeitet und gestern 4 Stunden gearbeitet. Ja, und heute ist es ganz bequem. Wir haben aufgebaut und dann um 16 Uhr waren wir hier. Also es ist eine Frage der Logistik eigentlich, ne? Und jetzt müssen Sie gleich wieder zurück in die Küche quasi. Jetzt muss ich gleich wieder meine Polenta rühren und auf den Teller legen. Während ich hier mit Ihnen quatsche, macht das jemand anders. Okay, groß schaffen noch. Schönen Abend und danke. Tschüss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser TV Berlin Spezial von der Notte Delle Stelle. Ja, hier wird noch getanzt bis in den Morgen, aber wir verabschieden uns jetzt schon mal und hoffen, dass es Ihnen auch ein bisschen gefallen hat. Ja, und am Schluss unserer Sendung, Ina, schenke ich dir auch noch ein Herz, denn die Nacht fand ja am Valentinstag statt. Also,
Herzlichen Glückwunsch zum Valentinstag. Dankeschön, Dankeschön. Ihnen eine gute Nacht sozusagen.